So, willkommen zurück zu einer weiteren Episode Davids Minecraft Journey. Mein Name ist David und ja, heute werden wir uns um den Nether kümmern. Und zwar den Ort, wo wir da ankommen mit dem Portal. Das endlich mal schick machen. Ich habe mir da ein bisschen was ausgedacht, was halbwegs fancy ist. Das sollte ziemlich cool im Ergebnis aussehen. Und ja, das wird quasi ein Nether-Vorraum, der vier verschiedene Klimazonen beinhalten wird. Und dann halt auch von unserem Vierer-Block an, wie nennt sich das noch gleich, Portalen in unterschiedliche Richtungen wegführen wird, von denen wir in Zukunft aus alle Verbindungen machen können. Dazu mache ich hier erstmal Platz ohne Ende, damit wir direkt ins Nether können und Gas geben. So viel Zeit will ich damit nicht verschwenden. Das wird eine relativ lange Episode, relativ in Anführungsstrichen. Das Ganze wird nämlich zum Schluss gleich noch in eine Timelapse gepackt. Na, wo haben wir es denn da? Und den behalten wir. Den packen wir dahin. Wie ihr da hinten hört, der Itemvernichter ist auch voll drauf und dran, alles wegzufackeln. Ist auch gut so. So, Platz da. Könnten wir eigentlich irgendwann auch mal eine schnellere Clock dran packen, dass das keine 15 Jahre dauert. Aber so funktioniert es ja. So, ich bin mit euch gleich wieder da, sobald ich im Nether bin und alles an Material dabei habe. Bis gleich. So, hier sind wir. Hier sieht man noch die Überreste der Nether Ward Farm. Habe ich einfach mal alles so rausgerissen. Und ja, habe auch schon in vier Richtungen Elva reingemacht an, wie heißt denn diese Scheiße hier noch gleich, Netherrack. Und ja, geplant ist, wie ich schon sagte, so ein rundes Häuschen soll in der Regel, das heißt soll in der Regel, soll im Prinzip ungefähr so aussehen wie so eine Schneekugel, die man ja kennt, noch aus Kinderzeiten oder hat vielleicht selbst eine im Wohnzimmer rumstehen, das mehr oder weniger im Nether. Aber halt nicht direkt Schnee, sondern vier verschiedene Klimazonen kommen dann hier drum. Jedes Viertel bekommt eine Klimazone. Das soll so diesen Vorraumstil haben. Und ein bisschen Natur vor allen Dingen hier in den Nether bringen. Weil wenn wir mal ganz ehrlich gucken. Hier ist zwar viel Feuer, aber schick ist hier trotz allem gar nichts. Und es ist auch einer der unangenehmsten Orte, die man sich vorstellen kann. Allein schon wegen dem nervigen Ton davon. Das geht mir extrem auf den Keks, dieses Rumgerausche. Aber ja, ich habe in der Testwelt schon ein bisschen mit einem Design rumgespielt. Das ist noch nicht das finale Design, aber ich bin jetzt schon zufrieden damit. Also noch nicht zufrieden, aber schon sehr angetan. Wintertechnisch war ich ein bisschen schwierig. Da kommt nämlich auch noch eine Winterlandschaft rein. Habe es mir ein bisschen schwer gemacht, mich dafür ein Design zu entscheiden, beziehungsweise viel Detailarbeit zu finden. Denn das war nicht immer das Leichteste. Ich frage mich gerade, wie hatte ich das gemacht? Können wir erstmal ausprobieren und den Dirt auf die 3 legen dafür. So, ich meine nämlich, es wären 2 in die Richtung und 2 in die Richtung. Oh, das wäre dann ja nur... Doch, so ist richtig. Das Ganze dann halt nochmal. Hoffentlich zerschießt uns das Gas hier nichts alles, denn hier wird noch relativ viel Dirt rankommen. So, gucken wir einfach mal, ob es jetzt passt. 2 und dann 1. Jetzt müsste eigentlich relativ genau da vorne der Kram anstoßen. Wenn nicht, habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Das sieht aber so aus, als ob es anstößt. Oder wenn ich denn die richtigen Sachen wegkloppe. So. Huch. Immer dieses Huch. Als ob ich keinen anderen Wörter kenne. So, gucken wir es uns von oben an, ob ich auch richtig getroffen habe. Nach oben. Mein Headset schaltet schon wieder teilweise auf. Linksseitig, beziehungsweise rechtsseitig. 2, 2, 2, 2 und 1, 2, 3, 4, 5 in der Mitte. Perfekt. Dann geht das ja doch schneller als erwartet. Du kommst hier zur Seite und du da runter. Und du da vorne hin. Aber dazu brauche ich nach wie vor den Dirt hier drauf. Und ab hier wird es eh nervig. Bedenkt, dass ich hier immer raus muss. So. Und du darüber. Ja, und von dem restlichen Bildprozess werde ich heute natürlich einen Timelapse machen, weil das wird ansonsten ein bisschen sehr lang dauern. So. So sollte gehen. Hoffen, dass nicht zu viele Steine da unten ins Feuer reinfallen.
Haben wir hier schon die zweiten hingemacht? Nee. Gut, das ist mir noch auffiel. Wunderschön. Ich kann bauen und gleichzeitig reden. Wer hätte das denn von mir gedacht? Ups. Machen wir hier mal weg, sonst haben wir ja gleich keine Steinchen mehr. Ich höre schon wieder das Gas da vorne rumquieken. Das muss doch auch nicht sein. Da hinten ist es. Nicht, dass es uns gleich runterschubst. Ah. Komm. Nicht ausweichen jetzt. Bleib hier. Zum Glück habe ich ein Infinity Bow. So. Geregelt. Da machst du nichts mehr, Gast. Schon mal die neuen auf die Leiste packen. So, 1, 2. Das gleiche von da vorne. Ich mach das lieber so, indem ich hier runterfalle. Zu den einzelnen Seiten hingehe. Sonst kriege ich das mit meinem Symmetrieverständnis im Kopf wieder nicht geregelt. Aber das... Ich habe keine Erklärung dafür, warum ich die Leertaste benutzt habe. Es tut mir leid. Und jetzt treffe ich noch nicht mal. Lass mich doch da hoch. Hatte schon erfolgreichere Tage in Minecraft und es wäre schon wieder fast in die Hose gegangen. Aber immerhin schon einen halben Kreis hingekriegt, ohne sich dabei zu vertun. Ist für mich auch eine Neuheit. Jetzt muss nur noch der da klappen. So. Und über der Lava hier mit dem Kram rumzufentern, macht es auch nicht gerade leicht. Zum Glück habe ich Fire Resi Potion dabei, wie man auf Taste 9 sieht. Du warst nicht richtig. Die hier zwischen können jetzt einfach darunter. Die hole ich später ab oder gar nicht. Wie ich Lust habe. So, du da dran. Du auch. Jetzt kriegen wir so langsam die Routine hin. Hätte gar nicht gebraucht, dieser Dirtblock da. Tada! Oh. Ah, 1, 2. 1, 2. Ich dachte doch, ich müsste gerade angekommen sein. Wo bist du? Bleib stehen! Bleibt stehen! Gibt übrigens Texture Pack. Das gibt einem den Bogen einen Rangefinder. Wie bei diversen Sniper Rifle. Finde ich aber ein bisschen übertrieben. So. Oh Mann, das muss hier bloß klappen. Mit dem ganzen Glas, was hier später drauf kommt, habe ich keine Lust, das 9x9 zu machen. Du da dran. Ach, wir waren ja schon drumherum. Es ging schneller, als ich erwartet hatte. Ich bin einfach ein Fuchs mit Bäuerchen. So, hier noch den Dirt zwischen. Und dann werde ich mal die nächste Ebene vorbereiten. Da werde ich nämlich nochmal zur Testwelt rüber schnallen müssen, um zu gucken, dass ich auch alles richtig mache. Und allgemein nochmal hier nachprüfen. Fenster raus. Den lassen wir da kurz. Einmal noch von oben geguckt. Eigentlich können wir auch von hier oben gucken. Haben wir es mittiger. Ob alles stimmt. Ja. Hier könnte man halt noch so einen Zweier machen, um das ein bisschen mehr auszubiegen. Oder es ein bisschen ründlicher zu machen. Aber so finde ich das cooler. Hab beide Varianten in der Testwelt gemacht. Ja, und scheint alles symmetrisch zu sein. Das ist wunderschön. Jetzt geht es nämlich an mich, für mich da dran, ja, den Kram hier zwischen erstmal wegzumachen. Und die Fläche hier einzufüllen. Und dann bin ich wieder da mit dem nächsten Schritt. Und ich denke, ab dann können wir auch mit der Timelapse starten. So, da bin ich wieder. Hab den ganzen Kram hier nochmal geändert. Denn in der Testwelt hatte ich es dann doch anders. Schönerweise. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen rundlicher. Was ich im Prinzip gemacht habe, war nicht diesen Schnitt nach innen entlang zu gehen, sondern hier an dieser Kante entlang außen. Dadurch kam der ganze Kram viel angenehmer rüber. Und noch eine andere Sache. Ich habe gerade Peaceful an, wir können mal gucken, ob es funktioniert. Wir hatten fast die Welt verloren. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Welt wieder zum Laufen zu bekommen. Ich hatte die seltsamsten Lagspikes ever, als ich von der Testwelt hin und zurück gelockt hatte. Und es ging gar nichts mehr. Als ich dann einmal mich ausgeloggt habe und wieder einloggen wollte, konnte ich mich einfach nicht in die Welt einloggen. Wollte das Game dann nicht mehr. Dachte ich mir, schade Game, danke dir, was soll das? Aber egal, das Problem sei gelöst. Das Problem sei gelöst. Und ich brauche die Schaufel trotz allem auf der Leiste. Da die fast kaputt geht, können wir mal die Eilenschaufel hier rausholen.
Ich meine, ich hatte hier eine gesehen, ja. Nehmen wir die einfach mit für zukünftige Aktionen. Ah, aber ich brauche auch noch das hier auf der Leiste. Und da ich Schwert momentan nicht brauche, sondern eher Bogen, sollte das damit gehen. Muss mir eh Eisenwerkzeug machen fürs Messer. Wird mal wieder Zeit. Ein bisschen Verschwendung mit der Silk Touch Pickaxe hier rumzuarbeiten. Da vorne noch. Das war die falsche Taste. Ja, das hier ist jetzt ausgelegt. So, hier kommt noch eine zweite Schicht drüber. Also so in Zukunft. Hier wird dann die Füllmasse drin sein. A.K.A. Dirt, Snow, was auch immer. Je nachdem, welche Klozone. Wie komme ich denn auf Klozone? Je nachdem, auf welche Klimazone wir gerade dann rumbasteln. Was ich jetzt mal versuchen will, ob das on the fly klappt. Brauche ich erstmal einen vollen Stack dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das gleiche auch noch in die andere Richtung. Scheint zu klappen, ich krieg's hin. Ja, wunderbar, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und dabei können uns die Gas auch nicht so auf den Keks gehen, wenn ich diese Balken mache. Da der Kram ja hier explosionssicher ist. Zum Glück. Jetzt wäre das auch ein bisschen dumm, das hier zu bauen. Auch wenn ja sehr viel Glas außen drumherum kommt. Aber die schießen ja nicht einfach so aufs Glas. So. Erstmal ein Füßlein gejuckt. 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Merken wir es uns. Immer zwei rüber. Dann sollte das hier schnell erledigt sein. Das wird so der zweite Ring und ganz am Schluss, bis nach ganz oben, möchte ich Ketten dran machen. Das soll quasi hinterher hier rumhängen, auch wenn es auf dem Boden noch aufsteht, quasi so eine Stütze. Das werden ganz schön viele, ach, bist du nicht da. Da treffe ich dich doch niemals. Komm weg da. Lass es. Soll rumhängen und es werden ganz schön viele Metallbarren, die ich dafür brauche. Aber macht ja auch nichts. Ja, du kannst ja erstmal aus. Bevor du uns hier alles abfackelst. So. Huch. Mann. Was soll denn das? Hat sich einer mal darüber aufgeregt, dass ich so oft Huch sage und jetzt fällt es mir immer wieder auf. Das ist fast so schlimm wie mein und alles geworden. Kannst da weg, sonst macht mich das wahnsinnig. Und ich glaube, wie ich das gemacht habe, um das zu verbinden, war 1, 2, 1. Yo, so war das. Der Block hier, wir hatten Glowstone im Endeffekt. Macht Platz. Und ja, kommen natürlich noch an mehr Stellen Glowstone rein. So. Wieso nicht mit Tastenkürzeln arbeiten, wenn du es schon hast, David? Wieso nicht? 1, 2. Ah, hier habe ich noch gar nicht den Kram gemacht. Ein da drauf und zwei überstehen. Perfekt. Klappt doch alles. Als wäre ich fürs Live-Building geboren. Up and down the same old hill. On the train, the same old crew, and I'll be looking for a change. In the office, same young lady gives a smile, and it's off into a daze, and I'll be looking for a change. How far? How far? How far?
to the sky, I can't break away. 10,000 tracks all divided into 10. Everywhere's a junction, everything, everywhere. So, Timelapse erstmal vorbei und ich habe noch ein bisschen was auf Kamera gemacht, damit wir den Rest der Zeit jetzt voll kriegen. Machen wir den Rest nämlich zusammen. Ups. Ich habe schon ein bisschen weiter vorarbeitet aus dem einfachen Grund, damit wir das Ganze in einer Episode abschließen und zack, so sieht es bis jetzt aus. Also noch nicht zu viel. Außer diesen einen Baum habe ich gar nichts wirklich fertig gemacht. Ich habe nur schon mal die Böden hier reingelegt und das war's. Und ja, können wir direkt weitermachen an der Stelle. Vielleicht hätte ich mir doch eine Schaufel mitnehmen sollen. Für den Anfang habe ich die Teile hier erstmal mit Glas zugemacht, soweit es noch nicht irgendwo hingeht, damit die Ghasts uns nichts kaputt schießen. Die da nämlich. Das muss nicht sein. Ey, das habe ich doch in dir drin gesehen. Leg ich mich da nicht rein. So. Okay, einfach nur kaputt. Alles heile geblieben hier? Ja. Dann aber mal ein bisschen schnell. Ach ja, eine Schaufel wollte ich machen. Mehr nicht. Das ist keine Schaufel, das ist ein Schwert. So, drei. Und du kannst weg. Davon haben wir mehr als unendlich. Das sollte dann reichen. So, wo war ich stehen geblieben? Hier. Hier wollte ich so einen kleinen Pond reinmachen. Einen kleinen Mini-Teich. Nicht zu groß. Und ja, oh, das habe ich ja ganz vergessen. Jetzt brauchen wir erstmal die blaue Wolle. Ohne die blaue Wolle wird das nichts. Oh, lalala. Hört auf damit. Hört auf, mir mein Haus kaputt zu machen. Hört damit auf. Bleib stehen. Guckt euch an das feige Gerät. So, haben wir hier irgendwo die Wolle drin? Können wir dich rauspacken? Dich rauspacken. Oak Leaves brauche ich. Doch, brauche ich gleich noch. Sand brauche ich aber nicht mehr. Ich glaube, jetzt habe ich alles dabei. So. So. Du kommst hier rüber. Du wirst die Unterlage für das Eis. Damit es noch ein bisschen bläulicher darunter aussieht. Hier muss ich ganz dringend eine richtige Füllung reinmachen. Allein schon, damit die Wolle nicht durch Zufall irgendwann mal abfackelt. Irgendwelche Torches zu nah? Nein. Das da oben reicht auch. Und damit hätten wir das Ding. Aber es gefällt mir an der Stelle noch nicht. So, packen wir es da nochmal um. So, sieht besser aus. Eine Hoe wäre nicht schlecht gewesen mitzunehmen. Bauen wir einfach mal eine Workbench hier. Damit es nicht mehr so lange dauert. Komm schon. Jetzt nicht an der Hoe verzweifeln. Mal hier. Ach ja, sollten wir vielleicht auch dann richtigen Dirt für nehmen. Die können wir da einfach mal so zum Spaß runterlegen. Dirt kommt dahin. Hatte ich Seeds dabei? Ich hatte gar keine Seeds dabei. Was ich nämlich noch machen wollte, war da drauf Weed zu stellen. Das mache ich gleich dann. Können wir hier einfach mal weitermachen. Das Teil da drumherum. Da
Da dachte ich mir, machen wir uns ein Mini-Dschungelbäumchen. Wenn wir es denn aus dem Winkel hier hinkriegen, ja. Die halt ein bisschen anders aussieht als der, als die Norm, sagen wir einfach mal. Denn die Norm ist ja nicht die coolste. Rockt zwar schon ein bisschen, aber es geht immer noch besser. Nur ob ich den Job erfüllen kann, ist die Frage. So, gucken wir mal, wie das aussieht. Aus Entfernung. Ja, da kommen gleich noch ein paar, wie nennen sie sich denn noch gleich, Beins dran. So. Wundersexy. So, noch weg. Einfach mal da dran. So, jetzt sieht das doch aus wie eine homogene Einheit, oder? Ja. Packen wir noch die Beins da dran. Gucken wir mal, wie die hingepackt haben. Mann, wie voll das Inventar nach so einer Episode ist. Wenn man nur am Bauen ist. Wir sehen schon, wie es zugepackt aussieht und das, obwohl nur zwei Teile da sind. Bloß nicht übertreiben mit den Weins. Und hier packe ich noch eine hin. Und dann eine gemeinsam an die Rückseite an der Stelle. Da lassen wir den Kram. Hier ist es schon wieder normal geworden. Da müssen wir die Leaves drauf packen. Das kriegen wir ja wohl auch noch geregelt. Sagte er und failed erstmal gewaltig. Nein, nicht gewaltig. Ein bisschen. So, hier wollte ich auch mal ein anderes Leaf-Format ausprobieren. Nein, nach unten sieht blöd aus. Wie wär's denn? Wie viel haben wir noch? 23, okay. Okay. Schaffen wir mit 23. Bauen wir mit der Silk Touch hier einfach ein paar wieder ab. Wie wär's denn mit so einer Optik? Müssten wir hier noch die Teile zwischenpacken, dann hätten wir's. Hier auch so einen tollen Deko-Dreh. Und wer sich wundert, warum ich die Teile nicht einsammeln kann, die haben eine andere ID, weil sie Silk Touch sind. Bescheuert. Da habt ihr recht, aber da kann ich auch nichts dran ändern. 2, 3, 4. Noch einen fünften. Mist. Noch einen fünften, sagte ich. Wo habe ich schon wieder diese Axt hingepackt? Da. Und Oak Leaves, da haben wir sie. Eventuell. Ach nee. Oh. Hier steht da Oak Leaves und es sind keine Oak Leaves. Wahrscheinlich, weil ich mich vertan habe. So. Du da drumherum. Jetzt du einmal richtig drumherum. Und noch eine Etage darunter. Sieht auch vernünftig aus. So. Haben wir's? Wir haben's. Gras ist hier auch schon komplett durchgewachsen. Das heißt, wir können hier einmal mit Bone Meal durchmarschieren. Damit es nicht so kahl aussieht. Ich frage mich, ob ich die Torches da lasse oder ersetze. Hier müssen wir jetzt ein bisschen in der dritten Ebene arbeiten. Das Grün habe ich hier drunter gepackt. Einfach nur, damit es ein bisschen mehr grünlichen Stich bekommt. Hier vorne noch eins. Jungle Leaves, so. Damit es ein bisschen verwachsen aussieht. Hier mal das ein oder andere Teil hinstellen. So. Jetzt können wir eigentlich noch hier an diese Teile ein paar Leaves dran, Vines dran packen. So. Schick. Schick, schick. Fehlt noch die Wüste. Und der Kram da vorne. Bei der Wüste wollte ich eigentlich einfach nur Kaktus machen und dazu fehlt mir die Wolle mal wieder. Wunderschöne Angelegenheit. Oh, ich weiß, was wir noch verbessern können. Wir kriegen zwar kein Wasser in Nether, aber wir können auch hier ein bisschen Wasser faken. Na, vielleicht sollte ich dafür auch eine Schaufel nehmen. So. Hier ein bisschen den Kram drumherum packt. Sollte man gar nicht so gut sehen, nämlich, wenn das ganze Gras da ist, sieht man nur irgendwas und kann erahnen, dass es Wasser darstellen soll. Wunderschön. So, ich mache jetzt hier einen Cut und dann machen wir noch das letzte Eckchen soweit erstmal fertig und dann ist die Episode schon durch. So, Wolle hergeholt. Ich habe hier jetzt noch in diese Löcher übrigens
Gras reingepackt, damit das ein bisschen natürlicher dann dazwischen aussieht. Aber diesen grünen Unterton möchte ich da trotzdem lassen. Könnt ihr natürlich wie immer entscheiden, was hier jetzt noch zum Abschluss rein soll. 2, 3, 4, 5. Ist ein Kaktus, der auch aussieht wie ein Kaktus. Das ist das Wichtige daran. So. Gucken wir mal, wie das aussieht. Das sieht jetzt zwar ein bisschen... Au. Sieht jetzt zwar ein bisschen mächtig aus, aber... Oh ja, das darf... Das so geht gar nicht. So geht mal gar nicht. So. Und wie ist das? Ist schon mehr kaktusartig, aber noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Dann machen wir es mal lieber so. Oder lieber so. Ich glaube, so ist doch besser. Ja, so geht in Ordnung. Und Zaun. Können wir hier direkt mal zumachen gehen. Für die Winterlandschaft. Ich habe hier vorne schon die Teile hinzugefügt. Bin ich ziemlich unkreativ, was noch weitere Deko angeht. Wenn euch hierzu irgendwas noch einfällt, was dekotechnisch ist, was man hier verbessern könnte, in diesen Zonen, könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne bei mir melden. Du machst einfach mal Platz da. Und ja, das war's dann für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Teil hier gefällt euch. Hier werden dann zum Schluss halt all unsere Verbindungen dran angeschlossen, die durch den Nether führen. Und ja, mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Die Natur sollte jetzt hier angekommen sein. Und die Ketten mache ich beim nächsten Mal dran. Da gibt's ja auch nicht so viel zu sehen. Also bis bald. Bye bye.